Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementnitte, ihr seid meine Zuschauer und wir spielen gemeinsam FTL mit dem Slugschiff. So richtig geil hat's noch nicht den Pew-Effekt mit uns gehabt, aber es läuft an sich ganz passabel. Und wir gehen jetzt mal in diesen Pirate-Control-Sektor. Wir hätten auch in den Engie-Sektor gekonnt, hätte sich, glaube ich, beides nicht viel getan. Problem ist im Moment, dass wir nicht mehr so ganz fit sind. Oh, ein Stor, da wollten wir ja hin. Leider ist das ein One-Way-Ticket dahin. Ärgerlich. Schauen wir mal. Bla 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 bla. Sollte ein Shield Bypass, finde ich geil. Hacking Stun. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Clone Bay wäre auch noch eine Idee. Was gibt's hier? Oh, die sind geil. Cloaking ist auch sehr geil. Clone Bay wäre aus verschiedenen Gründen zumindest auch schon mal ganz nett. Wir machen erstmal folgendes. Das hier. So. Clone Bay ist auch nicht so mega teuer. Das ist das nearest, was wir kriegen zu einer Healing Bay, also nehmen wir das. Ja, ist ja gut. Ich weiß, wir brauchen Power. Die brauchen wir eigentlich auch alle. Aber da brauchen wir auch ein bisschen was von. Ja, ja, wie das so ist, für alles reicht es nicht. Aber wir haben eine Clone Bay und die können wir aus verschiedenen Gründen benutzen. Oder für verschiedene Dinge benutzen, das ist erstmal ganz gut. Ganz gut ist vor allen Dingen, dass sie uns die Möglichkeit gibt, sobald wir zwei, drei Schiffe geräubert haben, ein bisschen Gold wieder, Scrap wieder zusammengesammelt haben, dass wir damit auch unsere Healings kriegen. Okay, irgendwas? Leute, wir sagen mal Hallo und natürlich ist in diesem Spiel ja auch immer so, egal wem man Hallo und Moin sagt, ne, die Leute sind immer gleich... Nein. Okay. Zup. Da kommt jetzt ein Rock zum Helfen, das ist nicht so gut. Weil so ein Rock muss man erstmal tothauen. Aber, die haben die Healing Bay, ich hab's nicht gesehen. Oh, Scheiße. Kacke. Das war dumm von mir, da habe ich jetzt gepennt. Das war echt dumm von mir. Und könnte mich jetzt auch potenziell diesen Kampf kosten. Nee. Anders. So. Jetzt haben wir natürlich dadurch ein echtes Problem, dass wir jetzt zwei Leute haben, die dieses Ding reparieren können. Und wir nicht heilen. Scheiße, das war dumm von mir. Das war richtig, richtig dumm. Diesen Kampf hat im Zweifel Leute, macht doch keine Scheiße hier. Macht doch keine Scheiße hier, echt nicht. Mein Herz, ey. Mein altersschwaches Herz. So, und jetzt hoffen wir, dass das hier klappt. Jetzt hoffen wir, dass das hier klappt, bevor die uns im Grund und Boden bomben. Das war echt blöd von mir, also es war meine ganz persönliche eigene Schuld. Und wenn wir diesen Kampf verlieren, dann nehme ich das auf meine eigene Kappe, wenn uns das Spiel kostet. Aber das wird es nicht. Danke. Oh fuck, da brennt's. Könnt ihr mal aufhören, jetzt hier mit den Raketen und so. Immer mit die Raketen. Ja, das ist gut. Ah, der Rock hat natürlich den Vorteil, der verliert kein Leben im Feuer. Und wir schon. Das ist natürlich eigentlich nicht... Jetzt ist alles hier scheiße, ey. Könnt ihr mal aufhören, immer nur richtig scheiße Sachen zu machen mit mir? So. Jetzt könnt ihr da reingehen und den verhauen. Der kriegt jetzt nämlich doppelt und dreifachen Schaden. Nämlich einmal von euch und einmal vom Feuer. Und dann geht ihr jetzt bitte da rein und verhindert, dass die da das Ding reparieren. Das wäre noch schöner. So. Und da hat der Mantis übrigens schon ein Level im Leute verhauen bekommen. Meine Herren. Ganz viel Geld. Und das Schiff, das wir da gerettet haben, gibt uns auch noch Sachen. Sehr schön. So, jetzt erstmal die Leute zurückholen, bitte. Danke. Trotzdem Hilden da reinmachen. Und dann erstmal den O2-Raum. Oh Gott, der ist komplett luftleer. Naja, dann danke dafür. Warum ist der komplett luftleer? Wie kann das passieren? Das kann passiert sein, weil der einen Hull Breach hatte, als da eine Rakete einschlug. Der ist aber durch das Slug Gel, also das Gel, das die hier drauf haben, wieder repariert worden und deswegen sehen wir es nicht. Alles klar, okay. Und wir müssen echt. Das war dumm, jetzt müssen wir eigentlich Walker nicht auch nochmal heilen, aber okay. Und wir geben uns erstmal noch eine Energiebar. Denn dann können wir unser. Clone Bay anschalten und dadurch heilen wir Walker beim nächsten Jump mit
Raketen werden massiv alle gehen und das passiert einem eigentlich immer, wenn man ein raketenbasiertes Schiff hat, weil man nicht genug Raketen hat. Es sei denn, man hat wie ich beim letzten Mal das Glück. Wir versuchen uns das da mal anzugucken. Oh toll, und damit ist Walker tot. Toll! Ah ja, gut, dass wir eine Cloning Bay haben. Ha. Ja, naja, nichtsdestotrotz, was ich also gerade sagen wollte, war, dass eigentlich alle raketenbasierten Schiffe früher oder später irgendwie im Mangel an Raketen kommen. Ich habe das bisher bei jedem Schiff gehabt, außer eben bei den Fällen, wo ich den explosiven Replikator hatte. Das war ja bei unserem Rock Run ganz nett. Und dadurch, dass wir so einen Rockrun halt hatten, war das auch ganz schön, das mal zu sehen, dass das auch mal klappt. Habe ich sehr selten sonst. Oh, Ionenpuls, der ist gut. Also ist aus verschiedenen Gründen gut. Vor allen Dingen ist der deswegen gut, genau, weil der die Schilde von den Typen vernichtet, wie nicht gut ist. Also Ionenpuls oder generell Ionenschaden ist gegen Soltan-Schiffe total geilomatisch. Aua. Aua, aua, aua. Unsicherheitshalber hier. Mal. Denn die Soltan-Schilde kriegen doppelten Damage von... Ist da gerade mein Mantis gestorben? Ohne Spaß? Scheiße. Ich bin so ein Noob. Und dann ist natürlich meine Cloning Bay auch noch kaputt. Kirke. Ah, Ente. Hat wieder Spaß. Können wir erstmal den Typen bitte umbringen, danke. Okay, wir haben Halbbeam bekommen, nicht schlecht. Und mein Türensystem brennt wahrscheinlich. Nee, ist einfach nur kaputt. Okay. Und du kannst den Cloning Bay mal reparieren. Das war halt insgesamt wieder so einer dieser Kämpfe, wo man sich so denkt, läuft. System reparieren bitte. Und du kannst mal wieder dahin gehen. Du kannst mal wieder zurück teleportieren. Scheiße. Mal wieder nicht so geil, weil jetzt der Mantis halt tot ist und jetzt ist meine Crew halt wieder ein kleiner und diese Crew ist halt in diesem Schiff generell schon zu klein. Also jetzt kann ich ja wieder Mara und Walker losschicken mit Kämpfen, aber ist halt nicht so geil wie mit dem Mantis, der ja auch schon Level hatte, der Trico. Naja, was soll's. Gut, der Ionenpuls, der nervt uns, aber der tut uns erstmal nicht viel. Außer halt regelmäßig irgendwelche Sachen ausschalten, aber das passiert halt. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. So, dahin, mal gucken, was uns der nächste Jump bringt. Okay, der bringt uns erstmal irgendwo in Feindgebiet, im Zweifel. Deswegen. Muss Mara nochmal zu Zass. Und ihr seht schon unsere Rockets. Das wird nicht mehr besser. So, nächster Jump. Dahin. Immer in der Nähe vom Exit Jump. Rumjump. Aha. Nö, nö. Oh, der ist in unseren Teleporterraum gejumpt. Ja, bitte, wenn du das möchtest. Das ist ja genau die richtige Stelle. Mara macht ja mittlerweile auch ganz passablen Damage, denn die hat ja hier, ihr seht schon, ein Level. Aua. Und dann könnt ihr mal rüberjumpen und hier anfangen. Das sind ja nur noch hier Dingens, Engie. Da seht ihr schon, dass das Slug-Gel, das sieht man da, das fällt jetzt natürlich auch, weil ich die Ente, die Schnecke da drauf gesetzt habe, aber das macht da schon ganz guten Job. Ja, aha, okay. Sehr cool, okay. Wir haben erstens ganz viel Zeugs bekommen und zweitens, netterweise ist dieser Mann auch gleichzeitig noch ein Händler, der uns Händler-Sachen hilft. Halbien brauchen wir nicht. Können wir auch checken. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Kohle. Die nehmen wir alle mit. Das nehmen wir auch mit.
Und dann könnte ich theoretisch noch einen neuen Trikot mir nehmen. Die haben leider alle noch keine Skills, aber noch einen neuen, noch einen neuen Crewmitglied wäre gut. Frage ist, schicke ich den dann mit kämpfen oder Skills improve slightly faster? Wir nehmen nochmal ein Trikot, kann ja nicht schaden, ne? Der letzte Trikot war ja auch gut, Tricolor und so. Hoffentlich überlebt er das. Ja, danke, okay. Ihr drei erstmal alle dahin und umsonst ein Healbeam geschenkt. So. Danke. Und jetzt müssen wir mal eben überlegen. Erstmal alle zurück auf ihre Station, sondern überlegen, wie wir es machen. Ich würde sagen, Trikot. Wie viel hat Walker denn hier schon? Skills improve faster. Er hat auf jeden Fall mehr in Engines als in Fighting. Dann machen wir es mal so. Und dann müssen wir unser Glück versuchen. Wir haben jetzt genau 0 Geld. Das ist doof, weil ich immer noch Geld für 1000 Sachen brauche. Aber hier sind Distress-Signale. Distress-Signale bringen immer Geld. Yay! Haha! Eine Deadly Trap. Na, wollen wir sehen, wie deadly die ist. Du hast einen Mantis. Und ein Rock? Oh, klasse. Ja, das ist eine Deadly Trap. Alles klar. Schauen wir mal. Das ist eine sehr deadly Trap. Hoffentlich ist der Healbeam überhaupt ready, bis wir das erste Mal PP burnen. Nee, ist er nicht. Hab ich mir fast gedacht. Oh, Kacke. La 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 la. Wenigstens haben die keine. Nein, dann haben wir da hinten verfehlt. Shit, Kack. Wir haben da hinten verfehlt, ohne Spaß. Also anscheinend, wie wir gesehen haben, kriegen wir erstmal auf die Fresse. Anscheinend haben wir vor allen Dingen jetzt gelernt, dass tatsächlich der Healbeam auf dem fremden Schiff auch daneben schießen kann. Was die Sache im Verlauf des Spiels nicht einfacher machen wird. Danke, danke. Ja, da hinten kann eh nichts mehr passieren, ist alles gut. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ist ja gut jetzt. Hör auf zu schießen. Danke, Miss. Das wäre bei der Rakete auch gut gewesen, aber naja, in Ordnung. So, Trikot levelt halt richtig geil, nämlich gar nicht. Aber der wird gleich leveln, wenn er den umbringt, denke ich. Ja. 30 Scrap ist halt schon viel, ne? Also kann man nicht sagen, dass wir hier keine Erfahrung kriegen würden, ne? Das ist halt nur nicht genug. Und vor allen Dingen hinher. Aber ich kann halt auch nicht mit einem halbtoten Crewmitglied das nächste Mal rübergehen. Das geht halt nicht. So. Wobei, der wäre das nächste Mal ja nicht halbtot. Denn er würde ja ganze 8 HP von meiner Cloning Beta 2 bekommen. So, nee, du sollst keine Schilde bedienen. So weit kommt das noch, dass du hier so einen Kram machst und Schilde bedienst. Aber es wäre geil, wenn wir jetzt hier oder hier nochmal einen Punkt reinkriegen würden. Das wäre schön. Und leider gab es halt auch keinen Explosive Replicator. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber den hätte ich gerne. Der wäre geil. Ja, ja, bla 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 bla. Wir bringen euch um. Bla 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 bla. Ah, der macht hin und wieder so ein Soltan-Schild, das heißt, wir sollten möglichst vorher auf das Schiff jumpen. Danke. Oha, wenn er so ein temporäres Soltan-Schild macht, können wir vor allen Dingen gar nicht Raketen schießen. Das könnte auch noch gefährlich werden. Haben die eine Healing Bay? Ich achte da im Moment immer viel zu wenig drauf. Ja, seht ihr, da hat er so ein Mini-Soltan-Schild gebaut. Und das ist natürlich ein gewisses Problem aus verschiedener Hinsicht. Dann müssen wir das tatsächlich nochmal komplett umstellen. Das darf nämlich eigentlich nicht passieren, was da jetzt gerade passiert. Jetzt kann ich sie nämlich auch nicht rausholen. Das Schild ist weg. Und das, für das Zurückholen gibt es ein anderes Kürzel als für das Hinteleportieren. Das muss man auch erstmal gelernt haben. Ne? Aber die sind schon alle relativ kaputt. Das heißt, beim nächsten Mal wird es garantiert besser. Wenn die jetzt nicht von irgendwas vorher noch getroffen werden. Das ist nicht. Alter, dieses Soltan-Schild-Dings, ne? Das kostet uns schon wieder so viel Raketen. Raketen. Ender hat keine Raketen. Ender kann nicht mit den Raketen schießen. Er kann gar nicht einfach alles kaputt machen. Okay, jetzt ist aber mal gut hier. Kriegen wir jetzt mittlerweile das. So kriegen wir das Schild mal nicht mal mehr kaputt. Sehr schön. Und er ist hier auch gleich kaputt dafür. Schön. Läuft. Ich bin glücklich. Ich bin endlos glücklich. Okay, wir lassen das einfach.
Das Problem ist im Moment, solange es hier noch brennt, dass nicht reimt. Danke. Na, wundervoll. Es wird ja nur noch schöner hier. Ja, also Leute, das ist der Moment, wo wir den Run verlieren. Das kann ich euch sagen. Durch das Schild kommen wir nämlich nicht mehr durch. Wir sterben bei der Reparatur unseres O2-Raums. Alter. Das Schlimme ist, wir haben es im Prinzip im Sack. Im Prinzip haben wir die Nummer im Sack. Wir müssen nur einmal noch an Bord kommen, dann wäre das Ding gelaufen. Aber wir kommen nicht noch einmal an Bord. Das ist halt der Punkt. Ah. Mega genervt. So, Jump. Zum Exit, bitte. Wir hoffen, dass uns da nichts Schlimmes mehr passiert. Ich kann hier für 17 Scrap mein Oxygen, also mein O2-System erhöhen, weil das ein Spezialitätenladen ist. Das ist an sich nicht schlecht, weil es teurer ist, wenn ich es von Hand mache. Aber eigentlich brauchen wir das Geld gerade für ganz andere Dinge, deswegen nee. Wie viel teurer ist das? O2. Ja gut, hätten wir 8 Scrap gespart, ne? Aber naja. Naja. Nee, das wollte ich nicht. Mara, dahin. Trikot, dahin. Ich wollte das andere anklicken. Hab ich aber nicht, ich weiß. Flip. Ah, das Geile ist, Mara ist schon eine gute Fighterin, ne? Das kann man nicht anders sagen. Die hat's schon mittlerweile drauf. Einen dahin, denn ist das Ding hier in der Danger Zone. Nee, shit. Klappt nicht. Na gut. Okay, liebe Leute, es läuft so halb irgendwie voran. Nicht richtig gut, aber geht. Okay, und mit nicht richtig gut, aber geht, machen wir aber beim nächsten Mal weiter. Denn ich bin die Zementente. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo dalassen. Ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sage ciao, ciao.